viel Rauch mit gar nichts oder zumindest mit ganz wenig. Ein Grillabend mit allem drum und dran, aber mit voll wenig Kohle. Unmöglich? Das wollen wir doch mal sehen. Plus 63 Cent. Okay, alles klar, den nehmen wir wieder zurück. 50 Euro haben wir und am Ende sollen 10 Kleingärtner pappesatt und glücklich sein. Wir haben Hunger! Und Hunger. Durst! Also ganz ehrlich, für 50 Euro für 10 Personen grillen inklusive Getränke, extrem sportliche Aufgabe, der stelle ich mich natürlich, selbstverständlich. Aber man muss dabei schon ein bisschen schauen, dass man eben eine kleine Mischung macht beim Einkauf. Frisch, Discounter. Also es ist trotzdem, würde ich sagen, wirklich sehr, sehr knapp. Und ich glaube, es wird nicht einfach. Aber einfach kann ja jeder. Also Roberto, dann geh mal einkaufen. Aha, das Wichtigste wohl zuerst. Grillabend ohne Bierchen geht natürlich gar nicht. Für 9,99 20 Flaschen, war genau im Budget, perfekt. Okay, 9,99 sind schon mal weg. Mit 40 Euro und einem Cent geht's jetzt zum Discounter, denn der Mensch grillt ja nicht mit Bier allein. Und das ging ja flott. Nur eine Tüte und nur 11,39 Euro ausgegeben? Roberto, jetzt hast du noch 28,62. Was willst du denn mit den paar Kröten im türkischen Supermarkt? Also hier muss man ganz klar sagen, das Angebot an Kräutern ist natürlich top. Das ist absolut super frische Ware. Also da riecht man schon, ohne dass man was macht, wie top frisch die sind und unglaublich gute Preise. Na gut, Kräuter gibt's für schmales Geld. Aber sonst ist der Supermarkt doch viel zu teuer für unser mickriges 50-Euro-Grillabend für 10 Budget, oder? Guck mal, Tomaten, Zucchini, Auberginen, Kartoffeln, Zwiebeln, Paprika, Knoblauch, Limetten, Brot, Oliven, Melone. Der Einkaufswagen ist schon gut gefüllt und wir haben noch kein Fleisch und nicht mal mehr 30 Euro übrig. Ich brauche bitte 600 Gramm Hackfleisch, Rind, Lamm. Kein Gramm mehr. Ich hätte gerne noch 10 von den Hähnchen unterkeulen. Dann müssen wir natürlich noch, ein deutscher Grillabend, wir brauchen eine Bratwurst. Roberto, das alles willst du kaufen? Du hast nur noch 28,62 Euro. Wie viel wird das kosten? 23. Ja, wunderbar. 39 Cent sind sogar noch übrig. So viele Lebensmittel für nicht mal 50 Euro. Aber kann Roberto damit auch 10 Freizeitgriller vom Kleingartenverein Sandwiesenkolonie in Berlin-Spandau abspeisen? Ihr sollt alle satt und glücklich rausgehen. Super. Ist es möglich oder nicht? Was sagst du? 50 Euro? Eigentlich nein, sag ich. Ja? Wie viel gibst du immer so aus? No, unter 100 nicht. Ja, also bei mir ist es auch immer viel zu viel und viel zu teuer. Ja. Also bei mir wird es auch teurer. Oder ja? Es gibt Haferflockensuppe. Meint ihr denn, dass ihr auch überhaupt Fleisch bekommt für 50 Euro? Genug nicht. 10 Kleingärtner glauben, nicht satt zu werden. Na, mal sehen. Jetzt ist Robertos Ehrgeiz geweckt. Ans Schnippeln. Gemüse und Kräuter müssen für die Salate, Toppings und Marinaden geschnitten werden. Viel Arbeit, aber so wird auch wirklich alles genutzt. Erstmal die Melonen Prosecco Minzbowle als Aperitif. Roberto gönnt sich derweil ein Bierchen. Was, wer heißt? Läuft heute mit uns. Ja, oder so ähnlich. Jetzt geht es an die Vorspeise. Brotsalat mit Feta. Dazu das Fladenbrot in Würfel schneiden und auf dem Grill kross anrösten. So, Brot ist perfekt. Und jetzt gehen wir hier schön reichlich einfach drüber. Das Topping aus Paprika, Schafskäse, Knoblauch und Zwiebeln über den Würfeln verteilen und yummy, guten Appetit. Oh. Mmh, ja. Mmh. Lecker? Mmh. Das ist mein Fall, liebe ich. Außerdem zaubert Roberto aus den 50-Euro-Zutaten gegrillten Kartoffelsalat, marinierte Hähnchenkeulen, Hackminzspieße, Pizzabrot und Bratwurstspieße. Und da wird's schwierig. Wir haben 6 Bratwürste, die wir dritteln. Das macht 18 Bratwurststücke. Verteilt auf 10 Spieße, das macht 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Also nochmal. Bratwurst Drittel mal 10 Spieße, das sind 2 plus Nürnberger, eine Wurst im Sinn und irgendwie, tada, fertig. Hab euch einen Bratwurstspieß gemacht, bisschen Thüringer, bisschen Nürnberger drauf, bisschen Senf. Und
Zum Abschluss gibt's noch gegrillten Schafskäse mit Oliven und Lauchzwiebeln. Und natürlich ein Dessert, gegrillte Wassermelone mit Vanilleeis. Das alles für nur 49,61 Euro. Die peniblen Haushaltsprüferinnen können es nicht fassen. Man hätte ich nicht gedacht. Das hätte ich im Leben nicht gedacht. Nee, also ich auch nicht. Nicht nur, dass du ja mit Sicherheit übrig geblieben wäre, satt bis jetzt nicht mehr, lecker, ja, wunderbar. Oh, hellig, also, seid ihr satt geworden? Ja. Hat es euch geschmeckt? Ja. Habt ihr es erwartet? Nein! Wollt ihr ein Kind von mir? Ja!